Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, ich habe hier meinen treuen Knüppel mit den Nägeln, die da reingehämmert worden sind. Ist das nicht normalerweise andersrum? Wie sollen das Schaden machen? Ey? Ich gebe dem blauen Fleck mit den Köpfen von diesen Nägeln. Ne? Und ja, wir sind immer noch hier mit den Quests, mit den Nebenaufgaben hier unserem Rumprügeln und ja. Er ist abgeschlossen, Ruhe in Frieden. Da müssen wir zum Friedhof. Genau, hätte ich vielleicht dann denken sollen, da hätte ich schon irgendwie den Weg dahin laufen können, aber was soll's. Dann gehen wir erstmal hier die Quest holen. Ich habe jetzt, weiß nicht, direkt die Quest gestartet, nachdem die Aufnahme gestartet, nachdem der Ladebildschirm weg war, ohne mir irgendwie, weiß ich nicht, Gedanken zu machen, wo war ich nochmal oder mich vorzubereiten und was weiß ich. Ja, ja, einfach auf gut Glück angemacht und ja, jetzt sind wir hier. Dann gucken wir mal. Wir haben ja noch eine Quest bei den Kindern. Wahrscheinlich wird dann auch die letzte Quest hier, also letzte Quest, die 11. Ich nehme an, das sind alle Quests, die ich jetzt hier machen kann. Ne? Wieder hier 6 Stück, ne? Keine Ahnung oder mehr, weiß ich nicht. Aber jetzt noch eine Lücke. Ich nehme an, die wird freischalten, wenn ich diese Mission erledige. Ne? Wir konnten eine ganze Weile nicht mehr Kistenkrieg spielen, aber jetzt geht es wieder los. Das verdanken wir dir. Übrigens, vor dem Bürgerhaus sitzt ein alter Mann, der traurig aussieht. Er sagt, er sucht einen Alleskönner. Habe ich den nicht schon aufgesucht? Oder auch nicht? Okay. Da dich habe ich gerade gesucht. Was geht? Du kommst gerade richtig. Wir spielen nämlich Kistenkrieg. Wer die meisten Kisten zerstören kann, wird zum Helden unseres Geheimnisses gekürt. Das klingt ja voll aufregend. Aber dich lassen wir ausnahmsweise mitmachen. Hoi. Mori-Medaille, Trostpreis. Magisches Zahnrad, Mondsichel-Talisman. Okay. Ich brauche 30.000 Punkte. Gott, erinnere mich irgendwie an Kingdom Hearts, wo man diese Krüge zerstören muss. So viele Kisten wie möglich. Für jeden zerstörte Kiste gibt es Punkte. Betreffende Punkte für einen erfolgreichen Abschluss. Verschiedene Arten von Kisten haben unterschiedliche Festigkeiten. Die Effekte und bringen unterschiedliche Punktzahlen. Steckst du auf eine blaue Kiste, lädt sich die ATB-Leiste stark auf. Im Kissen kannst du nur die Waffenfertigkeit der ausgerüsteten Waffe und den Mutangriff anwenden. Verlängert sich die verbleibende Zeit bei roten. Und das war's. Okay. Na dann mal los. Ja, aber tauchen wir mal wieder neu auf, ne? Ich bin bereit. Ja, da war ein neuer Angriff. Mal los. Ja, der Rundumschlag sollte gleich einsetzen. Das war's dann. Dann haben wir schon mal 10.000. Aber daneben. Da waren Rotkisten. Wir geben noch mehr Dings. Mehr Zeit. Boah, geht noch mal kaputt. Ah, oh, was ist das denn? So, machen wir mal den, ja. So, macht das Dinger schneller fertig. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. So, mehr Zeit. 30.000 Punkte kriegt doch hin, oder? Passt, dass ich hier gerade so einen Knüppel ausgerüstet habe, ne? Das war's dann. Mal weiter, vielleicht finde ich nur so rote Dinger, ja. Das geht kaputt. Ich will die rote. Sind wahrscheinlich nur 10 Sekunden, aber was soll's. Alter!
kaputt. Jawohl, habe ich noch erreicht. Und 30.000. Ich hab sogar nur erreicht. Ach schön. 30.000 Punkte. Genauso wie ich jetzt geplant hatte. So ein Ergebnis habe ich noch nie gesehen. Das hat Spaß gemacht, oder? Komm bald wieder. Weiter. Magisches Zahnrad, Mogi-Medaille. Ich habe jetzt so viele Sachen bekommen, ich habe gar nicht gesehen, was ich alles bekommen habe. Was ist ein magisches Zahnrad? Ist das hier irgendwo? Hier irgendwo? Ich weiß das doch nicht. Magischer Armreif? Nee. Magisches Zahnrad. Ein wundersames Zahnrad, das durch die Umwandlung von Magie in dynamische Kraft angetrieben wird. Was soll das bedeuten? Also kann man sogar mehrere kaufen anscheinend. So, kann ich mal gucken, was für Dinger man hier bekommen kann. Du kannst immer zum Spielen kommen. So, mondsicher Talisman habe ich nur bekommen. Mogi-Medaille könnte ich jetzt hier farmen, aber nee, ich habe schon gezeigt, was ich kann. So, dann zeigen wir mal. Und zwar falsches Menü da. So, haben wir schon abgeschlossen. Gut, der Engel des Slums. Oh, das sind eine Menge Punkte da, die ich machen muss. Ja, wenn wir schon mal hier sind, ne, machen wir halt auch. Haben wir nichts anderes zu tun, ne? Schaut euch mein Knüppel an. Und irgendwie stecke ich immer an dieser einen Stelle ein paar Sekunden fest. Und so halt. Oh, warte mal, ich habe noch ein magisches Halstuch oder irgendwie sowas bekommen, ne? Soll ich euch auch mal angucken? Ja, das hier. Okay, ich habe zwei von den Dingern. Also irgendwann, wenn ich mich auf eine festen Truppe oder so zurechtlege, wo ich immer nur einen Charakter spiele, dann würde ich mal sagen, wird das irgendwann sehr nützlich. Weil die Charakter, die ich nicht steuere, werden dann stärker. Aber im Moment tue ich noch ein bisschen rumprobieren und so. Hi. Quest. Darf ich kurz um Verzeihung bitten? Du bist nicht ganz zufällig dieser Alleskönner, oder? Doch. Mein Name ist Damon. Ich bin Reporter beim Blatt des Lebens. Zu euren Diensten. Blatt des Lebens? Das sind doch die, die ständig verleumderische Artikel über die Slums schreiben. Ich muss doch sehr bitten, junge Dame. Wir informieren die Menschen nur über die unschöne Realität in den Slums und stellen die Frage, wo soll das hinführen? Wie auch immer, wenn möglich würde ich denn Alleskönner gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Hast du schon mal vom Racheengel der Slums gehört? Dem Meisterdieb, dessen Identität niemand kennt. Er bestiehlt Personen, die mit Shinra in Verbindung stehen, schickt ihnen eine Ankündigung und durchbricht alle Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich kennen wir den. Er stiehlt von den Reichen und gibt es den Armen. Was? Er weiß, wie er sich das Wohlgefallen mit seinem kranken Schwein benutzt. Steht fest. Aber Dieb bleibt Dieb. Er ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Ich habe mich der Enthüllung seiner Identität verschrieben. Das Problem ist nur, dass sich die Slumbewohner in der Sache wenig kooperativ zeigen. Seit sich herumgesprochen hat, dass ich Reporter bin, will sowieso niemand mehr mit mir reden. Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte dich darum bitten, Informationen für mich zu sammeln. Na gut. Ich sehe auch schon, wo ich überall hier nachfragen muss. Ja. Die Kinder aus dem Hähnchenhof kommen oft hier vorbei, um sich mit zu sehen. Oh, guten Tag, Mireille. Schön, dich zu sehen, Aris. Hab schon gehört, dass du in Begleitung eines interessanten Herrn bist. Cloud, das hier ist Mireille. Sie weiß alles, was man über das Viertel wissen kann. Und das hier ist Cloud. Er ist Ex-Soldat und unglaublich stark. Der könnte nützlich sein. Ich habe schon von dir gehört, Alleskönner.
Die Kinder des Helmchenhofs sehen zu dir auf. Und jetzt bist du im Auftrag vom Blatt des Lebens unterwegs und suchst den Racheengel der Slums, nicht? Das stimmt. Ich liebe Gerüchte, musst du wissen. Was ich hingegen nicht liebe, sind aufdringliche Handlanger Shinras. Der Reporter und seine Story sind mir ziemlich egal. Ich will mehr über den Racheengel der Slums wissen. Das ist alles. Na, sieh mal einer an. Da ist wohl noch jemand dem Charme des Racheengels verfallen. Das passt gerade recht. Ich habe nämlich neue Informationen. Die muss ich mir aber noch bestätigen lassen. Solange musst du den Reporter vertrösten. Okay. Komm ich schon wieder zurück. Endlich Geschichte. Und hast du was für mich? Kutai kann einem wirklich Angst einflößen. Sie hat gesagt, sie würde uns mit Informationen versorgen. Mireille? Die kennt doch jeder. Ich habe auch ich versucht, nicht. Sie zu bearbeiten, leider ohne Erfolg. Wie seid ihr bloß an sie rangekommen? Tja, hatte wohl gerade gute Laune. Können Sie schon etwas zu der Information sagen? Handelt es sich um einen Augenzeugenbericht? Oder wurden irgendwelche Spuren gefunden, die... Nein, nein. Wir wissen, wo sein Versteck ist. Sein Versteck? Das wird ein Knüller. Wo befindet es sich? Auf einer Anhöhe, am Ende einer gewissen Nebenstraße. Ein gottverlassener Ort. Eine Anhöhe an einer Nebenstraße. Ich breche sofort auf. Aber mir ist noch etwas anderes zu Ohren gekommen. In letzter Zeit sollen auf dieser Anhöhe auch Bestien gesichtet worden sein. Wie bitte? Nein, jetzt will ich doch. Ganz schöne Brocken sein. Wild und angriffslustig. Mein vollen Respekt, dass du dich dahin traust. Diese Information muss ich mir erst noch von einer verlässlichen Quelle bestätigen lassen. Meine Pflicht als Journalist. Sie verstehen doch sicher. Da hast du ja Glück. Den passenden Mann für die Aufgabe hast du schließlich schon, nicht wahr? Aber natürlich. Ich brauche noch mal Söldnerunterstützung. Würdest du die Anhöhe für mich? Das wird aber kosten. Ja. Wo ist denn das? Ja, das ist sehr weit. Na gut. Schon die ganzen, sind alle mehr so viele Punkte übrig. Das sah nach mehr aus. Okay, nein, nicht da lang, da lang. Kann ich aber sagen, wir gehen erstmal zum Friedhof. Da ist auch irgendwie so ein Bett in der Nähe. Da können wir uns dann, falls da irgendwas ist, direkt heilen und so, ne? Und dann gehen wir direkt zu dem anderen Dingen. Dann sind wir ja fertig, außer hier kommen noch irgendwie neue Sachen. Aber ja, keine Ahnung. Lassen wir halt erstmal. Nee, schon gut. Ist nix. Mogelmedaille. Ja, vielleicht finde ich ja noch 3 Stück. Da kann ich mir noch mal so ein Büchlein holen. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dieses Mogelkind taucht aber weiß nicht in späteren Stellen des Spiels auf. Also nicht, dass wenn ich jetzt hier nicht alles rechtzeitig wegkaufe, dass ich dann irgendwie weiß ich nicht keine Chance mehr habe, irgendwie die Sachen zu holen. Hi, na. Ich will erst noch mal gucken. So, wenn ich jetzt so hingehe, dann kann ich schon diesen Angriff machen. Ich muss nur in diese Angriffsform gehen. Dann kann ich schon so schwingen wie ein, wie nennt man das, Pitcher? Ne, Pitcher sind die Werfer im Baseball, ne? Die Swinger, das sind die Swinger der LA Lakers, was weiß ich. Irgendwie ein YouTuber gesagt, was für ein Level sind die? Habe ich nicht gerade, also sieht man gar nicht. Wirksam, Eis, habe ich Eis? Ich glaube nicht, ne? Ich habe gerade geblockt. Der Sound. So, Störung. Ups. Ha. Wechseln wir halt mal mit Dings angreifen muss er.
mit Viereck. Cloud fragt ja schon wieder. Oh Mann. Was? War ist gut. Was? Ja, der schießt die ganze Zeit auf. Auf damit. Boah. Ah, du. Okay, weck mich mal jemand auf. Oh mein Gott. Einer ballert mich hier die ganze Zeit immer mit diesen Schlafdingern ab, ey. Das soll jetzt echt sein. Hey. Junge, auf. Der Angriff macht ja gar nichts an Schaden. Aber ich konnte irgendwie mehrmals angreifen, habe ich gesehen. Wow. Ich muss mich auch mal heilen kurz. Ah, das ist ja wohl voll unfair. Man hat TB wird verbraucht, aber Schwertwirbel. Oh mein Gott, Leute, weckt mich jemand. Jetzt nicht schlapp machen. Oh mein Gott, ehrlich. Es wäre so ein Kampf, wenn ihr irgendwie nicht vorher wusstest, dass ihr ja die ganze Zeit eingeschleifert wirst. Ist ja voll unvorbereitet. Oh. Junge, muss das sein? Oh mein Gott, ey. Das war's dann. Das gibt's jetzt nicht. Oh mein Gott, ey. Muss ich jetzt durch. Ich hab genau gesehen, ey. Nein, bitte nicht Pause machen. Vielleicht ist mein Limit voll. Was macht er dann? Hä? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ich bin schon wieder eingeschläfert, ey. Junge. Das ist überhaupt nicht nervig. Mir wird schon was einfallen. Kurz und schmerzlos. So, macht der Unschuld hier. So, so komm her. Bonk. Gott verdammt. Oh, die sind alle weg. Okay. Nee, du bist noch da. Ich bin bereit. Bringt's auch voll. Regina. Oh, er hat schon Dings. Oh, warte mal, Regina wäre doch gar nicht schlecht eigentlich. Oh. Oh mein Gott, das war nervig. Dann sind wir in die Gegner ungemütlich irgendwie. Die ganze Zeit mit irgend so einem Mist um die Ecke kommen. Brauche ich nicht. Wir sollten zurück und Bericht erstatten. Nein, sollte man nicht. Erstmal sollten wir ruhen. Alter. Weißt du, wenn so ein Knüppel schon irgendwie kleiner ist als den seine normalen Schwerter, ne? Irgendwas wollte ich machen. Ich habe es aber vergessen.
schon nicht so wichtig gewesen sein dann. So, dann machen wir die andere Quest noch und dann sind wir, glaube ich, fertig hier, ne? Müsste ich nur noch dieses eine Gebiet hier aufmachen, was hier ist. Also dafür müsste ich noch einen Schlüssel haben. Das wäre sehr schön. Ach ja, ich weiß. Ich wollte gucken, was ich brauche, um die Sache hier zu lernen. Nach Haltungswechsel mit Angriff oder Schwert wieder betreffen. Okay. Ja, das ist ja nicht so schwierig. Ich kann jetzt gar nicht mehr diesen einen Angriff machen, ja, wo ich weiß nicht, so ein Berserker hier am Angreifen bin, wenn ich Dreieck drücke, also meine Haltung wechsle. Ich gehe jetzt nur noch in diese Pitcher, nämlich Pitcher. Ich, was weiß ich, keine Ahnung von Baseball. Wer interessiert Baseball? In Deutschland jedenfalls. Wer wagt es? Bonk, Alter, na. Ich leg los. War ehrlich. Du bist immer noch im Ding. Los geht's. Na gut gemacht. Das war abzusehen. Wie habe ich denn schon wieder so viel AP verloren, ey? Hält ja gar nichts aus, ey. Ah. Oh. Bist du? Mich kriegt keiner aus. Eine Eisenkugel hat einen eigenen HP. Ah! Ist auch wie so ein normaler Gegner. Aus dem Spiel, aus dem Original. Ich mache den unglaublich wenig Schaden, sehe ich gerade. Ich kann die Eisenkugel analysieren. Okay, das ist eine Menge HP. Ich habe nur 32 Erfahrungspunkte. Au! Du Elender! Das wird so nichts. Komm, bitte sag mir jetzt nicht, hier sind noch mehr Gegner. Oh Gott. Oh nein, ey. Ey, diese blöden Status. Erkrankung, die gehen mir langsam auf für Nüsse. So. Kann ich jetzt die Eisenkugel auch noch analysieren? Ja, nee, genau gleich ein AP. So, also nicht. Ich mal den hier, weil ich will jetzt hier kurz was machen. Au. Ich mal kurz da rein. So, jetzt gehe ich hier rein. Jetzt setze ich. Ich habe nicht Blitz ausgerüstet. Ach ja, weil ich eine andere Waffe habe. Boah. Nicht so stehen, ey. So habe ich überhaupt stehen. Aua. Oh. Kann ich flüchten? Nee. Geil. Ja, und ich habe keine Dingens. Erstmal hochheilen. Nicht sterben, bitte. Das muss ich mich hochheilen. Triffst du von dort besser? Ja, bitte nervig vielleicht. Ja, gar kein Dingens hier. Wie nennt man das? Stördingen. No, ich bin stumm auch noch. Das noch. Ja, ich habe Echo Scherme, ne? Ja, 7 Stück. Was? Jetzt habe ich sie. Boah. So, machen wir mal. Wir gehen auf mich. Mal gucken, wie lange hat anhält. Und hat unendlich an, das wäre sehr gut. Wir gehen halt automatisch die AP. Deswegen
kann halt nicht schlecht sein, dass meine Charaktere zu machen. Ja, was soll ich jetzt machen? Verheerende Angriff. Ich sehe es ja. Er hat 95 abgezogen. Ich mache auch irgendwie sehr wenig Schaden gegen ihn. Ich hätte wahrscheinlich Blitz oder so ausrüsten sollen, ne? So, ja, jetzt gehen wir da rein. Na, no, jetzt bist du stumm. Das gibt's nicht. Oh nein, lass dich nicht treffen. Der Angriff macht irgendwie 1000 Schaden oder so. Du sollst nicht. Du sollst den anvisieren. Der tut automatisch die Kugel anvisieren, das gibt's nicht. So, ja, die Kugel ist immer genau da. So, ich muss Limit einsetzen. Ah, die Kugel, die wehrt immer alles ab. Das ist auch voll kacke. So, oh, die ist immer noch stummt. Nein, 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 nein. Boah. Ja, ich bin schon wieder verstummt. Ey. So, jetzt aber Aerora zweimal auf den los. Nichts an Schaden gemacht, ey. Ist schon wieder verstummt. Boah. Schockanfällig. Los geht's. Verstehe nicht, warum der manchmal diese Combo macht, manchmal nicht. Okay, Iris hier. Gegner ist irgendwie voll nervig zu bekämpfen. Ne? Oh mein Gott. Dieser blöde Status-Dinger. Ich kann mich doch ja nirgendwo bewegen, ohne dass irgendwie... Flieg und Sieg. Ich glaube, sie macht sogar ein bisschen mehr Schaden. Aber Cloud Block. Also das Gefühl, der Kampf wäre viel einfacher gewesen, wenn ich Blitz ausgerüstet hätte. Aber wer kommt mir schon wieder auf so was, ne? So, Cloud hat sein Limit aktiviert. Dann komm mal her. Das war's dann. Zack. Das kann auch lange dauern, der Kampf, habe ich so gefühlt. Entschuldigung. So, Impulsiv hier. Ja, ich sehe, was für ein Schockpotenzial hat. Irgendwie gar nichts. Okay, wenigstens haben wir den ganzen Part damit gefüllt, ne? Da können wir im nächsten Part irgendwie, weiß nicht, eine Story weitermachen. Oh, ja, ja, ja. So, geh weg von der. Oh, die hat ihr Dings voll. Ich zähl auf dich. So, heilender Wind haben wir ja schon gesehen, ne? Dann mach mal Vision. Füge 3 Einheiten natürlich hinzu und erhöht vorübergehend die Pullrate. Oh, bringt's jetzt nicht so, finde ich. Wenn mich fragst, ah, jetzt habe ich 3 ATB, cool. Und ich habe Echo. Ich habe immer noch Dings hier.
So, dann machen wir mal den hier. Heiliger Magiekreis. Ja. Und dann machen wir wieder Aerora auf Gifthorn. Ja, voll weh getan. Ja. Ich merke gerade, ihr Limit ist schon wieder voll. Was? Nein, lass mich raus. Doch, jetzt hat sie wieder Kraft. Fühlt sie da gegen den Ding an. Genauso viel. Ich war einfach mal weg von ihr, ne? Hast ja nichts dagegen, oder? Lass mich nicht von diesen Dingern hier treffen, ey. Danke. So, bist das. So, kritisch. Nochmal. Oh, ich bin da so von ausgewichen, du. Geh weg da, ich muss in den Magiekreis rein. Mein Gott, sie macht ja viel mehr Schaden als Cloud, habe ich so ein Gefühl. Boom. Ja, geh weg. Was ist das? Oh mein Gott, das war nervig. So, wer steht jetzt noch mal auf oder irgendwie so weiter? Warnung des Racheengels, ja. Danke im Namen der Armen dieser Stadt. Der Racheengel des Lachs. Das war anstrengend. Nachricht des Racheengels? Das scheint alles gewesen zu sein. Lass uns zurückgehen. Ja, machen wir mal. Dieser Boss, der war noch nicht mal irgendwie bald nicht. Der war eigentlich tot langweilig, so jetzt, wo ich mir das so angucke irgendwie, ne? Der war jetzt nicht sehr berauschend. War voll tot langweilig, war keine geile Musik im Hintergrund. War einfach nur ein Roboter, der um sich her geblasen hat. So, hier. Ist das etwa eine Nachricht des Racheengels? Zweifellos. Eine waschechte Nachricht. Der Racheengel hat zugeschlagen. So, so. Das ist also eine dieser berühmten Nachrichten. Ein großartiger Fund. Irgendwelche anderen Spuren? Ja, ein Riesenroboter. Hier steht noch etwas geschrieben. An den lästigen Reporter von Shinra. Eigentlich hatte ich ja vor, dir eine ordentliche Lektion zu erteilen. Hast noch mal Glück gehabt, dass der Alleskönner an deiner Stelle gekommen ist. Aber fürs nächste Mal kann ich nichts garantieren. Spiel nicht mit dem Feuer. Eine Warnung vom Racheengel? An mich? Soll also heißen, dass dich die Bestien zerfleischt hätten, wenn du selbst hingegangen wärst. Du meine Güte! Fast hätten meine Informationen dich umgebracht. Ich sollte besser aufpassen, indem ich was sage. Schon gut. Mir ist zum Glück ja nichts passiert. Lassen Sie sich nicht davon beirren. Über Ihre Informationen aus den Slums würde ich mich immer freuen. Eine neue Nachricht des Racheengels. Sein nächstes Opfer ist Don Corneo vom Wallmarkt. Oh. Das Warten hat sich gelohnt. Don Corneo. Den Don sehen Corneo wir noch in dem Spiel. Ein großer Fisch. Das wird eine Sensation. Sieh da. Moment. Wo haben Sie Foreshadowing. Das war's dann wohl mit meiner Bezahlung. Oh, ich frage mich, Don Corneo will ich im Remake sehen. Ich bin echt mal gespannt, wie die das umsetzen hier in dem Spiel. Das ist nämlich sehr merkwürdig. Keine Sorge, das ist nicht gestohlen. Nur geliehen. Ja. Ich bin sehr beeindruckt. Dein guter Ruf kommt nicht von ungefähr. Oh, ich wurde geeilt. Cool. Eine Quest müssen wir noch abgeben bei dem alten Mann. Und dann sind wir ja fertig, glaube ich. Können wir weitermachen, außer ich finde hier noch irgendwie so auf den letzten Drücker ein paar Quests. Hi. Ich stehe wieder in deiner Schuld. Gegnerreif. Deine Belohnung.
Diesem Herrn hier habe ich viel zu verdanken. Na, und dir mittlerweile wohl auch. Also hier, das ist für dich. Nun nimm schon. Wir haben das Grab deiner Frau gepflegt und für sie gebetet. Ah, danke dir, mein Kind. Dank euch kann ich wieder ruhig schlafen. Ich hatte sogar schon überlegt, das Grab meiner Frau gar nicht mehr zu besuchen. Mit meinen schwachen Beinen wird das nichts mehr, das habe ich mir immer wieder gedacht. Nur noch ein allerletztes Mal entschied ich. Und genau in diesem Augenblick seid ihr auf einmal vor mir aufgetaucht. Allein schaffe ich's nicht mehr. Meine Frau hätte Verständnis dafür. Oh. Der Friedhofsschlüssel. Bring ihn Moggy zurück. Aber ich kann doch nicht. Warum bringst du ihn nicht zurück? Boah. Außerdem schuldet ihr mir 5000 Gil. 5000? Geld, Geld, immer nur Geld. Ich verstehe ja schon. Deine Hilfe brauche ich nicht mehr. Den Schlüssel bringe ich selbst zurück. Ach, was für eine Schande. Das ist die Welt, die Shinra uns eingebrockt hat. Ich habe gerade für dich eine Mission erledigt. Ey. Was willst du eigentlich? Was ist? Wollen wir zurück? Was denn schon? Cloud, bist ja ein richtiger Workaholic. Was bleibt mir übrig bei der miesen Bezahlung? Du bist halt noch in der Probezeit. Bald verdienst du mehr. Also, ab nach Hause. Ich bin Soldat erster Klasse, was willst du eigentlich? So, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass ich hier fertig bin. Nicht gut. Upsala, Entschuldigung. So, wenn ich noch mal hier bin, dann kann ich ja noch mal gucken. Verkaufsmarkt. Ich habe die Gerüchte gehört, von dem Alleskönner, der wirklich alles hat. Ja, Schwarzreif. Ach, den habe ich schon, ne, zweimal. Gucken wir noch mal hier. Aber sieht gut aus. 8000 Gil. Was? Mach ich nur irgendwie so ausrüstungsmäßig, was? Heilmäßig, meine ich. Eigentlich nicht, ne? Ich könnte mir ein paar Echo-Schirme holen, um aufzustocken, so, aber Machmacher brauche ich eigentlich nicht. Tschüss. Tschüss. Ach, hier ist eine Bank zum Heilen. Ich wollte schon sagen, gibt es nicht hier auch irgendwie so einen Ort, wo ich, weiß nicht, mich hochheilen kann? Schön, dass du mir einen Besuch abstattest. So, das habe ich schon. Hier habe ich auch schon alles, ne? Schau wieder mal rein. Und von dem einen Pfadfinder-Typen mir auch, ne? Keine neue S-Bar aufgetaucht oder so, ne? Oh, nein. Effizientes Blocken. Luft. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinem Kampf. Na gut, dann würde ich sagen, ich bin hier fertig, ne? In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Story. Da ist eine Türk-Kollege, der wartet da immer noch an diesen einen Gebiet, den haben wir schon die ganze Zeit warten lassen, ne? Schauen noch mal bei dem Mogri-Kind vorbei. Und ja, dann sehen wir mal, warum der da rumhockt und irgendwie den Boden abschnuppert oder so. Das kann vielleicht nicht gut sein, ne? Weil die Turks sind hinter Iris her aus irgendeinem Grund. Und ja, guck mal. Herzlich willkommen im Mockshop. Sie ist unglaublich dämlich aus in den Kostümen. Irgendeiner muss das mal sagen, ne? So, ich könnte noch hier so Mogri Dinger farmen, aber brauche ich das wirklich? Ich will nur glückliche Kunden, Kubo. Tschüss. Na gut, dann bin ich im Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn es mit der Story weitergeht. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Thank you.